Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Ich bin hier etwas weiter nach rechts mit unserem Gerät rübergefahren, wo vorher die andere Höhle war. Also ich zeige es euch nochmal eben. So, wenn man jetzt hier rüberfährt, also man kann hier über dieses Steinige auch rüberfahren. Das ist hier die Burg, also gar nicht weit. Und dann kann man hier rüber und zack, ist hier die Höhle, die sie wahrscheinlich meinen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Den anderen geht es auch wieder gut. Höhle des Ameisenlöwen, Untergeschoss 1. Dass hier alles in so mehrere Untergeschosse und Obergeschosse geteilt ist, das finde ich nicht so toll. Aber ist wohl so. Spinnenfaden aus der Schatzkiste. Was ist das denn jetzt wieder? Spinnenfaden. Bewirkt Gemach. Ach so. Ja, mit Gemach arbeite ich in Final Fantasy Spielen eigentlich nicht so viel. Weiß nicht, wie es da euch geht. Das weiß ich nicht. Habe ich mir irgendwie nie so angewöhnt. Kann aber natürlich auch vorteilhaft sein. Ja. Greif einfach mal an. Was ist, wenn er normal angreift? Wie gut ist er dann mit seiner Harfe? 16, okay. Daneben. Du kannst auch mal normal angreifen. Greifen wir mal normal an. Wir verbrauchen mal nicht hier unsere MP. Und weg. Sie ist ganz gut eigentlich mit ihrem Stab. Der auch, glaube ich, einen Eisangriff macht. Lydias Stufe ist auch angestiegen. Finde ich gut. So, dafür bekomme ich auch eine Errungenschaft. Das freut mich. Die gucke ich mir alle später an. Nicht jetzt. Warte, was ist hier oben? Ah, es ist alles schon wieder so verwirrend hier. Wir werden überrumpelt. Das ist nicht schön. So. Was ist Samariter? Oder singen? Wiegenlied. Mach mal ein Wiegenlied. Wir wollen mal wissen, was der Bade so kann. Da er jetzt bei uns ist. Aha. Dann greif mal an. Es scheint die einzuschlafen, aber dann ist immer so dieses ZZZ hier, aber dieses Z ist ja sonst immer oben zu sehen. Deswegen dachte ich, dann schlafen die, aber die wirken ja fast eher wie versteinert. Naja. Was ist hier? Verwirrend. Das sind zwei Seiten, an denen es runtergeht, wie es scheint. Was haben wir hier für ein Vieh? Das sieht nicht gut aus. Ich mach mal Schwarzkunst und sing mal ein Wiegenlied. Nochmal. Oh, das ist aber einfach zu besiegen. Das war jetzt nicht schwer. Okay. Alles klar. Dann wieder runter und dann hier durch den Tunnel. Da sollen wir hin. Nehmen wir nochmal die Kiste hier mit. Portion. Freuen wir uns. Die brauchen wir auch. Mhm. Sing noch mal. Und weg ist es. Warum ist das so einfach, diese komische Schildkröte? Echokraut bekommen. Edwards Stufe ist angestiegen und er kann jetzt eine Lebenshymne singen. Ah ja, nicht, dass sich die anderen sowieso eigentlich auch noch nicht kennen. Aber okay. Gehen wir hier lang. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst vor dem Vieh, weil das irgendwie gar nicht mehr so schlimm wirkt. Weg. Und Echokraut haben wir bekommen. Je mehr Items, umso besser. Man weiß ja nie, was noch so alles kommt. Huch. Hallo. Nicht alle 10 Sekunden bitte einen Kampf machen. Ihr wisst doch, dass ich das nicht so toll finde. Wir haben doch bestimmt irgendwelche Sachen, die wir benutzen können, oder? Ich lasse es mal lieber. Gehen wir in Verteidigung. Sehr gut. Muss doch nicht die ganze Zeit einstecken.
So, greif den auch mal einfach an. Und das hat gereicht. Gut gemacht. So, ab nach oben. Ah. Nee, hier waren wir noch nicht. Zelt. Und Portion. Juhu. Jetzt müssen wir leider wieder kämpfen, weil ich zurücklaufen muss. Schade. Der Bade ist irgendwie nicht so toll. Also da war der Vater von Rydia besser. Schade, dass wir den nicht mehr haben, finde ich. Aber okay. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder oder so. Oder der Bade wird auch ausgetauscht. Ach, da waren wir auch noch nicht. Und eine Portion. Ja, bisher haben wir Glück jetzt hier gerade gehabt mit dem Angreifen. Da ist der eine, der ist okay jetzt. Alle einfach mal drauf. Oh, schade, bei der hat es diesmal nicht gereicht. Die Sizzle macht das schon. Etwas Stufe ist auch angestiegen. Was ist hier noch? Nix. Okay, jetzt muss ich mal echt gucken, wo wir sind. Beziehungsweise, okay. Überall, aber nirgendwo. Wenn ich da oben... Eine Kiste fehlt mir noch. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Hat mir das denn was gebracht? Ja, wahrscheinlich schon. Ich muss eigentlich nach unten nochmal. Das ist ja ärgerlich. So, laufe ich hier nochmal rechts nach ganz, ganz oben zur Kiste und dann einmal noch ganz, ganz nach unten. Ne? Genau. Oh, das kann nicht wahr sein, dass du schon wieder tot bist, du Typ, ey. Wollte doch gerade heilen. Na gut, dann wird sie eben geheilt. Blöd. Echt blöd. Leb den mal wieder. Ja, zu spät. Sizzle. Und wieder eine Errungenschaft. Was wollte ich jetzt? Genau, haben wir noch eine Phönixfeder? Irgendwie bräuchten wir mal wieder welche. Wenn ich in irgendeinem Laden bin zum Einkaufen, brauche ich Phönixfedern. Das darf ich nicht vergessen. Das ist nämlich echt blöd. Dann muss ich jetzt ein bisschen hier mit ihr... Auf 25 ist nicht wenig, aber gut. Geht nicht anders. Und vielleicht noch ein Item. Haben wir noch irgendwas Schönes? Außerdem kriegst du eine Portion. Noch eine. Hat sie's. So. Hui. Nach oben. Aber hier waren wir doch schon. Hä? Wieder falsch gelaufen? Das kann doch nicht sein. Ja. Stirb. Geht doch. Ja, ja. In der tollen Ameisenhöhle hier. Ich dachte, ich wäre richtig. Anscheinend doch nicht. Kann ich hier nach unten? Dann war ich da nämlich noch nicht, falls da ein Gang ist. Ja. Sing mal. Ein Wiegenlied.
So, die schlafen. Könnten wir rein theoretisch jetzt in Ruhe alle anvisieren. Ja, mach mal alle. Finde ich gar nicht schlecht. Vita auf alle. Ja, das war jetzt nicht so gut, aber das macht nichts. Mal drauf. Jetzt gucke ich mal einmal, ob man nach unten gehen kann. Ob da irgendwo ein Weg ist. Wenn ich den noch nicht gesehen habe. Kann ich nach unten? Ja, kann man. Na gut, sind wir unter Schuss 2. Die Kiste hole ich mir später. Was ist das hier? Da rieselte der Sand so irgendwie so cool runter. Das sieht sowieso ziemlich cool hier aus mit dieser Sandhöhle. Ja, lieber mal angreifen. Besser ist. Sing mal. Verführungslied. Ich singe ein Verführungslied. Ich weiß nicht, was das heißt. Verführ mal die komischen Quabbeldinger. Oh mein Gott. Mit den ganzen Herzen. Okay, zwei sind daneben und einer hat Bock oder was. Eine Portion. Immer drauf. Mit 19. 19 Angriffspunkten, das ist doch was. Regenbogencreme. Was ist eine Regenbogencreme? Regenbogencreme. Eine exklusive Delikatesse? Das ist ja nicht. Was ist das hier? Romano! Ich wollte nur gucken, was das ist und werd direkt wieder angegriffen. Steck dich mal. Ach, es ist eh weg. Es ist eh besiegt. Echokraut. Edward, Stufe ist weiter. Ich weiß nicht, ob das so ein Zeltplatz gewesen wäre, aber egal, vielleicht finden wir noch einen. Nee, dann wäre hier nicht überall Sand. Sand. Okay, da geht's weiter. Dann laufe ich nochmal zurück, so blöd es auch ist. Sing mal ein Wiegenlied. Gut, dass die anderen so lange irgendwie AFK sind. Wenn man das mal so nennen kann. Ja, du kannst dich ja mal verstecken. So, der versteckt sich, der ist gar nicht mehr da. Doch, der ist noch da, aber er versteckt sich. Finde ich auch gut. Könnt ihr zwei euch darum kümmern. Mit dem kann man jetzt zurückkehren, wenn man will. Und wenn ich nicht will. So. Da ist er wieder. Okay. Gut. Haben wir das auch mal gesehen, wie er sich versteckt, der doofe Bade. Ja, da wird es weitergehen, nehme ich mal an. Oh. Ist aber auch weiter. Kommen hier ganz durcheinander. Spinnenfaden. Mein Gott, gibt's so viel zu entdecken. Was ist hier? Ist alles so weitläufig hier irgendwie. Dann sing mal wieder dein Wiegenlied. Das finde ich gar nicht schlecht. Also das Wiegenlied finde ich eigentlich ganz gut. Weil die dann alle irgendwie einpennen und dann... Oh. Hat man in Ruhe mal Zeit.
Ach so, und wenn der angreift, dann schlafen die auch gleichzeitig ein. Das ist ja auch interessant. Das ist sehr interessant. Kann der ruhig wieder wach werden? Den machen wir jetzt eh platt. Oder auch nicht. Aber jetzt. Okay. So, was war jetzt hier? Noch eine Kiste. Ja, ich krieg sie alle. Okay, bin durcheinander mal wieder, wo jetzt hier welcher Durchgang und wo ist. Nee, das lassen wir mal hier. Versteck dich mal sonst. Oder auch nicht. Ist eingeschlafen. Okay. Will ich jetzt nach unten gehen? Nur deswegen? Aha. Ja gut, wir gehen jetzt mal hier rein. Wo sind wir? Untergeschoss 1. Also sind wir schon richtig. Höhle des Ameisen im Untergeschoss G1, 5 Portions vollständig und bekommen. Ja, danke. Gehen wir jetzt hier mal hin. Oh, das sieht doch aus wie etwas Schönes. Phönixfeder. Eine Phönixfeder. Ich glaube es nicht. So, dann würde ich sagen, zelten. Wollen wir hier mal eine Runde zelten? Oder wie sieht's aus, Leute? Ja, doch, die Lydia könnte es mal ab. Haben wir denn genug? Ja, da gönnen wir uns nochmal ein Zelt. Das gönnen wir uns nochmal. Ich habe bestimmt nicht alle Kisten bekommen jetzt gerade davor. Aber egal. Vielleicht kann ich sie mir ja immer noch holen. So. Und weiter geht's. Und sie auch nochmal. Notausgang. Na, das verheißt ja auch nichts Tolles. Was heißt das denn jetzt hier genau eigentlich? Kann man da lang? Nein. Es war einfach nur der... Das... Bin ich verwirrt. Aber da müssen wir doch hin, oder nicht? Oder nicht? Und wenn ich nach unten zum Ausgang gehe, komme ich dann rechts wieder raus. Und ganz oben ist auch Quatschimatschi. Könnte halt höchstens noch zu der anderen Kiste, wo wir noch nicht waren, aber... Finde ich jetzt irgendwie komisch. Ich hoffe, Rosa geht es gut. Ja. Wieso? Warum? Wo ist der Ameisenbär hier? Komm jetzt. Komm her und kämpfe! Voll blöd. Ja. Gut, hier konnte man das. Weiß auch nicht. Bin verwirrt, wo ich hin soll. Ja, greif halt an. Ach, 78 ist ja immer wieder nix hier. Stirb! Du Ding. Schildkrötenmonster. Gegengift. Finde ich gut. Und Rydias Stufe ist angestiegen. Ich mag die gerne. Ich mag die Rydia echt gerne. Dann gehen wir hier über die Brücke. Auch nicht. War ich auch schon. Scheiße. Manchmal hilft Zauber eben mehr. Wir sind ja auch gut ausgestattet jetzt. Wir haben das Zelt gerade erst benutzt. Edwards Stufe ist auch angestiegen. Kommen wir lang? Oh. Hallo.
Ich komme durcheinander und weiß nicht mehr, wo ich langlaufen soll. Mach mal hier den, nicht den Samariter, sing mal wieder. Das finde ich gut. Eigentlich ist nur bei der letzten Kiste, wo, da waren wir ja dann noch nicht. Aber ist da wirklich das Monster oder was? Das wäre auch komisch. So, der letzte hier. Nein, nicht der letzte, aber... Oh, das ging schnell, das finde ich gut. Dann haben wir jetzt den letzten. Und greif den mal einfach an. Genau, weg sind sie schon. MP gespart. Irgendwo unten. Leute, irgendwo. Mann. Ich weiß nicht, wo lang. Hat leider nicht gereicht. Aber jetzt. Dann gehe ich hier nochmal nach rechts. Da, aber da waren wir doch auch schon. Hier war doch auch der Christ. Nee, der Christ. Nee, Höhle ist am Ende. Oh, Goschus 1. Ach nee, dann bin ich ja doch richtig hier. Hä? Hä? Nee. Oh, ich bin verwirrt. Das gibt's doch schon wieder alles nicht. Ja, Leute, wir sehen uns in diesem Part von Final Fantasy. Dann bin ich hoffentlich an der richtigen Stelle. Vielleicht bei der letzten Kiste und kämpfe ich bis dahin durch. Das müsst ihr wieder mal nicht alles sehen. Und dann sehen wir weiter, wie es geht hier mit dem tollen Ameisenvieh. Hoffentlich kommt das im nächsten Part. Bis dann!